Moin Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Random Talk Video. Ich traue mich noch nicht ganz das Podcast zu nennen, weil ich nicht weiß, ob das jetzt länger wird oder nicht. Auf jeden Fall kommt das Ganze hier einen guten Monat zu spät. Es geht nämlich einfach um einen Talk über alle möglichen Neuigkeiten, die sowas neue Shows angeht, auf der Star Wars Celebration 2022 angekündigt wurden. Ich war ja zu der Zeit, als die Star Wars Celebration lief, leider krank und konnte deswegen überhaupt nichts dazu aufnehmen. Und als ich dann wieder was aufnehmen konnte, war halt schon die Kenobi-Serie mit Folge 3 durch und ich musste halt anfangen, dazu Kram zu machen und das war halt jetzt der Fokus. Jetzt bin ich quasi durch mit allen Kenobi-Videos. Das bedeutet, dass jetzt, also Zeit eigentlich nicht, aber ich mir jetzt trotzdem einfach mal Zeit nehme, um einfach mal kurz über alle möglichen Dinge, die bei der Star Wars Celebration angekündigt wurden, zu reden. Einfach mal so ein bisschen drüber. Das Video wird jetzt hier erst einmal halt einfach viel Gerede sein. Einfach über das, was so über die ganzen neuen Shows und bekannten Shows, die jetzt Daten bekommen haben, bekannt ist. Und dann am Ende bei den Trailern, die halt eben rausgekommen sind bei der Star Wars Celebration, so eine Art Re-Reaction, weil ich habe die Trailer schon gesehen. Aber halt einmal vor einem Monat. Also ich weiß da nur noch Bruchteile von, weil ich halt mit Kenobi volle Kanne beschäftigt war. Und ich würde mal sagen, das jetzt einfach mal dazu. Zu allen Shows wird es Timestamps geben in der Videobeschreibung. Und wir sprechen unter anderem auch über den geleakten Mandalorian-Trailer, das dann ganz am Ende. Und ich würde mal sagen, wir beginnen erst einmal mit Endor. Endor allerdings nur, um es hier einmal kurz zu erwähnen, denn da kam tatsächlich am ersten Tag der Star Wars Celebration ein Endor-Trailer, aber ich habe da noch gerade so genug Stimme gehabt zu dem Zeitpunkt, dass ich dazu noch eine Trailer-Reaction machen konnte. Deswegen gibt es jetzt hier in diesem Video nicht wirklich viel dazu. Nur, dass ich mich extrem auf die Serie freue, da die deutlich hochwertiger aussieht. Leider Gott, das muss man ja sagen, als die Kenobi-Serie. Und wir haben jetzt allerdings auch ein Datum, der 31. August, also in vom Aufnahmezeitpunkt aus gesehen, etwas mehr als 2 Monaten startet die Serie auch schon. Und wenn das Video hier kommt, dann werden es keine 2 Monate mehr sein. Wobei, nee, Quatsch, ich werde dieses Video wahrscheinlich am Freitag hochladen. Das ist der erste, ja, dann werden es halt 2 Monate sein. So halbwegs genau, es gibt ja keinen 31. im Juni, um das mit dem 31. August zu vergleichen. Aber ich rede hier gerade zu viel um den heißen Brei herum. Ja, ich freue mich sehr drauf auf die Show und ich würde sagen, wir gehen mal direkt weiter zu Ahsoka. Ja, wir haben jetzt keine Bilder oder so gesehen, wir haben einfach nur die Information, dass zum Zeitpunkt der Star Wars Celebration seit 3 Wochen halt eben schon der Dreh begonnen hatte. Das heißt, jetzt sind es schon 7 Wochen und man hatte da so ein kleines Panel mit Rosario Dawson und Natasha Liu Bordisso. Da muss ich kurz auch mal meinen Namen nachgucken, weil ich die Schauspielerin vorher nicht kannte. Und den Namen habe ich hier im Skript komplett falsch geschrieben, dass ich das überhaupt nicht hätte aussprechen können. Deswegen kurz der Cut hier. Ja, Rosario Dawson wirkte da extrem engagiert, hat auch erzählt, wie sie der Stunt-Koordinatorin, ja, zum Teil Moves zeigt, die Ahsoka in den Animationsserien macht. Und dann sagt, ey, komm, Ahsoka kann das, das können wir doch irgendwie umsetzen, so. Also Rosario Dawson wirkt wirklich so, als wäre sie mit dem Herzen dabei. Das freut mich sehr, hat ja bisher gute Leistungen als Ahsoka dargestellt. Und das ist ja gut zu wissen, dass sie jetzt vor ihrer Serie so richtig tief drin ist, auch in der Materie. Finde ich gut. Und ja, diese Natasha Liu Bordisso ist dann das offiziell bestätigte Casting für Sabine Wren und ich muss sagen, ich finde, sie ist ein wirklich gutes Sabine-Casting. Optisch denke ich, wenn man da dann halt eben mit den Haaren und den Farben, die Farben, die die Haare von Sabine natürlich haben, arbeitet, dann denke ich mal, würde sie eine richtig gute Sabine Wren abgeben. Da freue ich mich sehr drauf. Das scheint ja auch so, als wenn das so Sabine so mit eine Hauptrolle in der Serie hat, so kann man es, denke ich, sehen. So wirkt das zumindest so, wie das beim Interview rüberkam, sage ich mal. Was ja auch Sinn macht, das soll ja quasi die Fortsetzung von Star Wars Rebels sein. Und das Ende von Rebels war ja im Grunde, dass Ahsoka mit Sabine aufbricht, um Ezra zu suchen. Deswegen macht das nur Sinn. Da freue ich mich extrem drüber. Die Ahsoka-Serie ist für mich auf jeden Fall die meist erwartete Star Wars Serie 2023, noch vor The Mandalorian Staffel 3. Nicht die meist erwartete Serie. Das ist die Percy Jackson Serie, aber die meist erwartete Star Wars Serie für mich. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl, denn Dave Filoni ist da natürlich stark dran beteiligt. Er hat den Charakter Ahsoka erfunden und er ist natürlich der Verantwortliche, warum Ahsoka so beliebt ist. So, es ist quasi sein Baby, diese Figur, und ihn das machen zu lassen, ist natürlich die richtige Entscheidung. Ich denke mal, da können wir uns auf was Tolles freuen. Seine Folge, wo Ahsoka eingeführt wurde, war ja auch großartig. In The Mandalorian Staffel 2, Kapitel 13, die Jedi, müsste es gewesen sein. Das zu Ahsoka und wir gehen mal weiter zu Tales of the Jedi. Ja, eine Serie, wo der Name ja schon Ende letzten Jahres durchgesickert ist, dass es eine Animationsserie geben wird mit diesem Namen, aber mehr wusste man nicht. Man hatte dann so Gerüchte, dass es vielleicht irgendwie um Jedi in der High Republic-Ära gehen wird, aber das
trifft dann eher auf eine andere Serie, zu der wir hier nachkommen zu. Ja, Tales of the Jedi wird tatsächlich im Herbst 2022 erscheinen. Und was das Datum angeht, freue ich mich sehr, dass es nicht so lange dauert, weil ich mich sehr auf die Serie freue. Aber gleichzeitig bin ich auch ein bisschen verwirrt, denn im Herbst bekommen wir auch Andor, im Herbst bekommen wir Bad Batch Staffel 2, zu dem wir halt auch noch kommen werden. Und dann auch noch Tales of the Jedi, da frage ich mich, okay, Bad Batch beginnt ja ab dem 28. September, also relativ Anfang vom Herbst, sage ich mal. Weswegen ich jetzt mal darauf tippen würde, dass Tales of the Jedi danach beginnt. Aber laufen dann, wenn Andor ja auch noch läuft, drei Star Wars-Serien gleichzeitig? Das wäre ja ganz schön krank. Also ich tippe jetzt mal darauf, dass Tales of the Jedi eher so im späten Herbst erscheint, wenn Andor durch ist und dann nur noch zeitgleich mit Bad Batch. Was aber ja echt komisch ist, einfach zwei Star Wars-Serien zur selben Zeit, aber da gehen wir gleich doch, wenn wir über Bad Batch reden, genau darauf ein. Ja, das zum Termin, also einen genauen Termin gibt es nicht, nur eine Jahreszeit und das kann sich ja auch noch immer verschieben. Denn am anfänglich sollte ja auch Bad Batch Staffel 2 im Frühling diesen Jahres kommen, was aber auch nochmal umgeändert wurde und jetzt wird es halt eben der September. Und ja, was soll man sagen, Tales of the Jedi ist ein Projekt, ich habe da ultra Bock drauf. Ich habe da fast sogar noch mehr Bock drauf als auf Endor und auf Bad Batch, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn, also ich denke mal, ihr alle werdet jetzt halt schon wissen, worum es geht, weil das ist halt jetzt zwischen einem Monat alte News. Es ist so eine Art Anthology-Serie mit 6 Folgen im Clone Wars-Animationsstil, was mega, mega geil ist, weil das ist der beste Animationsstil im Star Wars-Bereich. Ich hoffe, jede Animationsserie wird diesen Stil haben, also jede 3D-Animationsserie zumindest. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Rebels in diesem Stil ist, aber ist leider nicht der Fall gewesen. Der Rebels-Stil war aber auch okay, aber nichts geht über den guten alten Clone Wars-Stil und Bad Batch sah ja auch schon großartig aus, deswegen freue ich mich hier schon mal optisch extrem drauf und wir werden von den 6 Folgen 3 Folgen haben, die sich um Ahsoka Tano drehen. Dabei werden wir unter anderem, was ich ultra interessant finde, ja, mehr über ihre Kindheit erfahren, beziehungsweise wirklich etwas davon sehen, wie sie zu den Jedi kam in einer der Folgen, worauf ich mich ultra krass freue irgendwie. Das ist eigentlich richtig schön, diesen Anfang der Geschichte zu sehen. Sie wurde ja, glaube ich, von Plo Koon entdeckt, so. Dann sehen wir den auch mal wieder, freue ich mich sehr drauf. Dann haben wir auch schon gesehen, wird man da auf jeden Fall auch noch Zeit verbringen in der Zeit, wo sie halt eben eine Padawan-Schülerin ist. Also so ein bisschen Clone Wars-Action wird da dann möglicherweise bei sein, weil man da auch Obi-Wan und Anakin in ihren anfänglichen Clone Wars Outfits, sage ich mal, gesehen haben. Also, ich bespreche jetzt hier gerade Screenshots vom Trailer. Ich habe den Trailer selber nicht im Bewegtbild gesehen, um da dann relativ frisch drauf reagieren zu können, wie es im Bewegtbild aussieht. Aber ich habe halt natürlich ein paar der Screenshots gesehen von den Sachen so. Da kam man nicht drum herum. Und deswegen vermute ich mal, dass die zweite Folge dann eher eine Ahsoka beim Jedi-Orden-Folge sein wird. Und die dritte Folge, da freue ich mich am meisten drauf, denn die wird den Kampf zwischen Ahsoka und einem Inquisitor zeigen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie vielte Bruder das gewesen ist, aber auf jeden Fall ist es ein Kampf aus einem Star Wars Buch, welches ich sehr gerne mag, und zwar dem kanonischen Ahsoka Buch. Ich hätte jetzt natürlich vorausschauend das hier nebenlegen können, damit ich es einmal in die Cam halte. Habe ich jetzt nicht, das ist im Regal und ich will nicht aufstehen. Aber ja, in diesem Ahsoka Buch, Spoiler zu dem Ahsoka Buch und damit jetzt auch Mini-Spoiler zu der Serie, kämpft Ahsoka gegen eine Inquisitorin und das ist im Grunde die Geschichte, wie sie an ihre weißen Lichtschwertkristalle kommt, wie genau, gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber das ist halt quasi der finale Kampf von diesem Buch und diesen Kampf werden wir hier sehen, weswegen ich mich extrem freue, einfach jetzt hier Teile von Star Wars Büchern auch animiert zu bekommen. Das ist generell so eine Sache, die ich mir immer so ein bisschen gewünscht habe. Nicht falsch verstehen, ich finde es gut, dass Star Wars Bücher halt einfach Bücher sein dürfen und nicht jetzt krass adaptiert werden, also 1:1 in irgendwelche Serien oder so, weil Bücher und Comics sind halt ein legitimes Medium, was seine absolute Daseinsberechtigung hat, auch im Vergleich zu den viel beliebteren Serien und Filmen. Aber ich habe mir schon immer gewünscht, so einige kleine wichtige Momente aus diesen Büchern vielleicht animiert zu sehen und das wird wahrscheinlich jetzt so ein bisschen diese Serie, denn diese Szene aus dem Ahsoka-Buch werden wir bekommen und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir auch Sachen aus anderen Büchern sehen werden in den anderen 3 Folgen und das werden 3 Folgen, die sich um Count Dooku drehen werden, was fast sogar noch ein bisschen spannender ist als bei Ahsoka, weil bei Ahsoka kennen wir ihre Geschichte ja relativ gut. Ich glaube, da ist nicht so viel Raum für Überraschungen, da halt eben selbst der Teil mit dem Kampf gegen die Inquisitoren aus dem Buch bekannt ist. Aber bei den 3 anderen Folgen, wo es um Count Dooku geht, da ist dann doch deutlich mehr Platz für Überraschungen, würde ich meinen. Denn wir werden da Dooku sehen, der Qui-Gon als Schüler hat, im Clone Wars Animationsstil, wie gesagt, was mega, mega geil ist. Und wie halt eben immer, wer in Richtung dunkle Seite geht und wirklich rüber wechselt. Und das ist mega gut und da frage ich mich, weil es gibt ja 2 Kanon-Romane, die das auch schon relativ gut abdecken. Da haben wir einmal Meister und Schüler, was ja auch schon auf dem Kanal zu Genüge behandelt wurde. Und
da haben wir halt sehr viele Flashbacks aus in Qui-Gons Sicht halt eben zu seiner Zeit, wo er der Schüler von Dooku gewesen ist tatsächlich. Und wir lernen in dem Buch auch Rael Avaros kennen, welcher der Padawan von Dooku vor Qui-Gon tatsächlich war, also der erste Schüler von Dooku. Qui-Gon war erst der zweite. Und es ist eine Figur, die ich extrem cool finde, und ich hoffe wirklich, dass wir Rael Avaros vielleicht jetzt hier in der Serie sehen. Das wäre ein bisschen surreal. Das wäre richtig cool, das zu sehen. Also ich hoffe hier wirklich, dass wir Rael Avaros sehen werden. Und das zweite Buch, was halt eben um Dooku geht, ist natürlich Dooku, der verlorene Jedi. Auch ein wirklich, wirklich cooles Buch. Ich finde es nicht ganz so gut wie Meister und Schüler, aber wirklich, wirklich stark trotzdem. Da wir quasi die komplette Zeit von Dooku bei den Jedi im Grunde abgedeckt bekommen. Also die gesamte Zeit ist natürlich schwer. Das sind halt zum Teil irgendwie 60 Jahre oder so, die er bei den Jedi ist. Ich weiß gerade nicht, in welchem Jahr er genau den Jedi-Orden verlässt. Ist auf jeden Fall vor 41 vor der Schlacht von Yavin. Da ist er auf jeden Fall schon weg. Und er ist halt ungefähr 90 vor der Schlacht von Yavin oder so zum Jedi-Orden gekommen. Also 50 Jahre sind das halt schon. Und das Buch Dooku, der verlorene Jedi, da spoilere ich jetzt nichts draus, aber gibt diesen ganzen 50 Jahren halt schon eine gewisse Handlung, sage ich mal. Aber da ist halt noch viel, was man trotzdem erzählen kann. Und gerade die Zeit mit Qui-Gon und auch Rael Avaros ist jetzt nicht so ultra prominent und wird halt recht schnell durchgegangen. Wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, ist es auch schon ein paar Monate her, dass ich das Buch gelesen habe. Deswegen mich frage, wie viel man halt eben aus Meister und Schüler und der Dooku, der verlorene Jedi hier reinbringt. Was auf jeden Fall ein Muss ist, was Dookus Werdegang zur dunklen Seite angeht, ist auf jeden Fall Sifo Dyas. Da freue ich mich extrem drauf, da müssen wir mehr Sifo Dyas Content bekommen, weil, was soll man sagen, Sifo Dyas ist quasi der beste Freund von Dooku bei den Jedi. Wenn Dooku Harry Potter ist, dann ist Sifo Dyas im Grunde Ron Weasley, kann man, denke ich, sagen. Und da ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte zu erzählen, weil vor allem Dooku der verlorene Jedi, und das ist jetzt kein Spoiler, weil ich über etwas rede, was das Buch halt eben nicht macht. Dooku der verlorene Jedi geht halt wirklich nur bis zu dem Punkt, wo Dooku den Jedi-Orden verlässt. Aber nicht weiter. Der ganze Kram, wo er dann Schüler von Sidious wird und die Klonarmee geplant wird so und die Fäden gezogen werden, das ist überhaupt nicht drin im Buch. So, dazu haben wir quasi noch kaum Informationen bisher im Kanon. Deswegen hoffe ich mal, dass eine der drei Folgen wirklich da in der Tiefe drauf eingeht. Das wäre mega geil. Bestätigt ist nebenbei noch, dass wir Yaddle sehen. Aber ja, diese Serie hat so viel Potenzial, auch mit zukünftigen Staffeln so viele interessante Dinge zu zeigen, die man sonst eigentlich nicht wirklich zeigen kann, sage ich mal. Also ich freue mich sehr auf Tales of the Jedi und denke auch, dass die Serie eine grandiose Zukunft haben wird. Und ja, mal sehen, was für Jedi, wenn noch mehrere Staffeln kommen, in den nächsten Jahren da noch behandelt werden. Ich freue mich extrem auf Ahsoka und suche noch ein bisschen mehr auf Count Dooku, da wir da potenziell noch spannendere Dinge bekommen könnten, von denen wir noch nicht so viel wissen. Das dazu, und ich würde mal sagen, genug von Tales of the Jedi, so ziemlich meine Hype-Serie des Jahres, jetzt noch, kann man, denke ich, fast sagen. Und gehen weiter zur nächsten Animationsserie, und das wäre Star Wars Young Jedi Adventures, welche wohl im Frühling 2023 erscheint. Und das ist eine Serie, die finde ich ganz interessant. Ich bin jetzt nicht hyped drauf oder so, aber ich finde sie interessant. Geht letztendlich um Jünglinge, die Jedi werden wollen, welche von Yoda, den wir jetzt hier auch sehen werden, tatsächlich auch so Abenteuer auf Außenposten oder so geschickt werden. Also ich denke, das kann eine ganz harmlose Ein-Abenteuer-die-Folge-Serie mit Jedi-Jüngling werden. So, da kann man jetzt nicht viel falsch machen. Das wird ganz netter Content sein, denke ich. Wird wohl eher an Kinder gerichtet sein, da das auch auf Disney Junior in den USA veröffentlicht wird. Deswegen denke ich mal, wird die Serie, also das ist nur ein Tipp, das ist keine Info, eine ähnliche Zielgruppe ansprechen wie Star Wars Resistance. Und trotz der klar erkennbaren, größeren Fokussierung auf Kinder, mochte ich Resistance unterm Strich dann doch ganz gerne für das, was es war, wohlgemerkt. Es war schon manchmal selten dämlich und kindisch, aber das ist halt die Zielgruppe gewesen so. Ja, wenn das ähnlich sein wird, habe ich da jetzt kein großes Problem mit und freue mich einfach nur über Content aus einer neuen Ära, was Bewegtbild angeht, denn es wird eine Serie sein, die zur High Republic-Ära spielt. Ja, ich habe leider keine High Republic-Erfahrung. Ich möchte mir alle Bücher und Comics durchlesen, aber erst, wenn ich wirklich so gut wie durch bin mit allen Büchern und Comics, die zur Zeit der Skywalker-Saga spielen. Das heißt, wenn ich mit High Republic anfange, kann ich mir gut vorstellen, sind die Wellen, die jetzt geplant sind, sage ich mal, alle schon komplett draußen und ich kann einfach mal komplett durchrushen, vorausgesetzt, das Geld ist dann da, um das alles zu kaufen. So, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil ich sehr viel Gutes gehört habe, eigentlich fast nur Gutes über High Republic, und ich freue mich sehr drauf, es zu lesen. Das heißt, das wird jetzt meine erste High Republic-Erfahrung sein. Ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich es noch nicht zu gucken und dann erst, wenn ich voll in High Republic drinne bin, weil das dann vielleicht sich geiler anfühlen könnte, dann Bewegtbildmaterial zu der Ära zu haben, sage ich mal. Aber ich glaube, das werde ich nicht machen, weil wenn ich die Serie jetzt nicht
Frühling 2023 gucke, sondern wird man schon durch Bilder und den Meinungen online, die halt automatisch auf die Timeline, zum Beispiel bei Twitter, gespült werden, eh schon wissen, was passiert. Deswegen ist das für mich doch keine Option. Ich freue mich da trotzdem drauf, so jetzt den ersten Kontakt zur High Republic-Ära zu haben. Und auch wenn es High Republic ist, das heißt, es spielt ein paar hundert Jahre vor Episode 1. Ich weiß gerade nicht genau, ich glaube eher, was in den 200ern ist es, was die aktuellen Bücher angeht von High Republic. Die ganze erste Phase der High Republic ist ja bei Büchern und Comics jetzt abgeschlossen, da ist ja jetzt gerade eine Pause. Und jetzt kommt eine zweite Phase, was aber eher eine etwas kürzere Prequel-Phase sein wird, soweit ich weiß, die jetzt vor der ersten Phase spielt. Bisschen verwirrend, aber so ist Star Wars. Erst die Geschichte, dann das Prequel dazu, dann das Sequel dazu, so lief ja auch die Skywalker-Saga ab. Ja, finde ich ganz interessant. Und wer könnte da alles auftreten? Natürlich Yoda, der ist natürlich in einem, also der ist sogar schon bestätigt, dass er derjenige ist, der halt eben die Abenteuer der Jedi-Jünglinge anordnet, sagen wir es mal so. Da freue ich mich schon drauf, einen etwas jüngeren Yoda zu sehen. Andere Jedi, die möglich sind, ist natürlich Yaddle. Ich weiß gerade nicht, wie alt Yaddle ist. Ich glaube, die ist in den, jugendlichen 450ern irgendwo unterwegs, was das Alter angeht. Ich habe es jetzt leider nicht nochmal nachgeguckt. Und wie wird jetzt schon in Tales of the Jedi tatsächlich vorkommen? Wo ich mich auch sehr darauf freue, habe ich gar nicht erwähnt. Ich freue mich ultra auf Yaddle. Ist halt einfach von Yodas und Grogu Spezies und man hat sie eigentlich nicht gesehen, bis auf Anwesen im Jedi-Rat in Episode 1 im Hintergrund. Und natürlich gibt es dann noch irgendwie diese Legend-Story, wo sie sich irgendwie opfert, für Obi-Wan und Anakin zu retten oder so. Was ja dann irgendwo zwischen Episode 1 und 2, glaube ich, spielt, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich freue mich da sehr auf mehr Yaddle-Content und auch meine weibliche Vertreterin der Spezies wohlgemerkt. Deswegen konnte ich mir auch vorstellen, dass wir sie hier auch sehen werden. Und alterstechnisch ist da natürlich auch noch Tera Sinube möglich. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele 100 Jahre er alt ist, aber ein paar hat er auch auf dem Buckel. Ob das jetzt klappt oder nicht, wird man dann sehen. Aber apropos Tera Sinube, den kann ich mir auch sehr gut in den Doku-Folgen bei Tales of the Jedi vorstellen, weil Tera Sinube kommt auch in Der verlorene Jedi vor. Das soll ich hin, weil dazu, ich bin gespannt, wie da der Animationsstil sein wird. Ich glaube, da hatte man noch keine Info zu, ob das jetzt hier auch Clone Wars-Style wird oder was Neues. Ich denke, ich tippe jetzt mal, es geht eher in Richtung Resistance oder vielleicht ja auch Zeichentrick bzw. 2D. Wird man alles sehen, auf jeden Fall eine Serie, die ich interessant finde. Dann gehen wir zu etwas, wo ich mich extrem darauf freue, und zwar Visions Staffel 2, welche wie Star Wars Young Jedi Adventures im Frühling 2023 erscheinen wird. Also werden Young Jedi Adventures sowie Visions Staffel 2 beide um den Dreh zum Start von Mandalorian Staffel 3 erscheinen, beziehungsweise wahrscheinlich danach. Also, boah, wir kommen echt kaum raus aus neuem Star Wars Content, was geil ist, solange die Shows gut sind, wenn man so sagen kann. Aber da kommen wir gleich noch zu, wenn wir über Bad Batch sprechen. Ja, was wissen wir jetzt über Visions Staffel 2? Es wird komplett neu sein, denn es werden zwar auch noch japanische Studios an Kurzfilmen von Visions arbeiten, also für jeden, der nicht weiß, was Visions ist, die erste Staffel kam im Oktober, glaube ich, im September oder Oktober 2021 raus, sind 9 Kurzfilme, die von verschiedenen Anime-Studios gemacht sind, die nicht kanonisch sind und auch nichts untereinander zu tun haben, einfach für sich stehende Kurzgeschichten, die, was die Geschichte, Charaktere, den Artstyle und die Länge angeht, unterschiedlicher nicht sein könnten. Das geht davon irgendwie 13 bis 25 Minuten oder so, also da ist wirklich keine Folge wie die andere und da wird für jeden was dabei sein. Jeder, der Visions nicht gesehen hat, dem kann ich das einfach nur empfehlen, Visions wirklich zu gucken, denn auch wenn es nicht kanon ist, ist da sehr viel geiler Kram dabei. Ja, und jetzt sind tatsächlich neue Länder am Start, und zwar, wenn ich jetzt mich nicht irre, Spanien, Irland, Großbritannien, Indien, Südafrika, Chile, die USA und Frankreich tatsächlich, also 8 verschiedene Länder, und wenn es jetzt wieder 9 Folgen werden, ist ja eigentlich nur noch ein japanischer Spot übrig. Ich hoffe, es werden mehr japanische, denn ich erhoffe mir in erster Linie Fortsetzungen zu den beiden Folgen The Ninth Jedi und Lob und Ocho. Das sind so meine beiden Hoffnungen, dass wir zu den zwei auf jeden Fall Fortsetzungen bekommen, denn Fortsetzungen sind theoretisch möglich, die Gerüchte gab es schon, und wenn, dann hoffe ich mal zu diesen beiden, weil ich da am ehesten sehen möchte, wie die Geschichte dann doch weitererzählt wird. Aber ja, ich denke mal, so viele japanische Studios werden es dann nicht sein, wenn man die Folgen nicht erhöht, weil das ja jetzt mit Spanien, Irland, Großbritannien, Indien, Südafrika, Chile, USA und Frankreich einfach schon 8 Länder sind, die dann auch wahrscheinlich mit mindestens einer Folge mitarbeiten. Und was das angeht, freue ich mich irgendwie am meisten auf die indische Folge, muss ich sagen. Da bin ich irgendwie sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und auch bei den USA bin ich gespannt. Denn das ist jetzt quasi das Heimatland für Star Wars, wenn man so sagen kann, dass die jetzt auch hier dran beteiligt sind. Mit, ich schätze mal, einem Cartoon. Weil Anime ist ja letztendlich nur 2D-Animation in Japan. Und in den USA ist das halt Cartoon. Deswegen ist ja auch Avatar The Hell Elemental zum Beispiel kein Anime. Auch wenn es halt so sehr so aussieht, sondern halt eben ein Cartoon.
Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sehr sich das dann unterscheiden wird und ob das jetzt auch beim 2D-Bereich bleibt. Wenn man schon so viele verschiedene Länder drin hat, könnte ich mir auch vorstellen, ist es vielleicht auch, dass man komplett nicht nur innerhalb von dem 2D-Bereich, was den Artstyle angeht, sich durchwechselt, sondern möglicherweise auch in den 3D-Bereich geht. Das wäre auf jeden Fall interessant. Gibt ja, glaube ich, eine Serie, die heißt ja Love, Death and Robots, die ja, glaube ich, ähnlich ist wie Visions, nur war die halt eher da. Und da sind die Kurzfilme halt auch tatsächlich komplett unterschiedlich vom Style, ob jetzt komplett realistische Renderings sind oder andere. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber habe nur ein paar Bilder gesehen. Deswegen konnte ich mir das auch vorstellen, wäre wahrscheinlich interessant. Ja, das zu Vision Staffel 2, ich freue mich da extrem drauf, weil da einfach immer etwas dabei sein wird für jemanden und wie gesagt, wir potenziell geile Fortsetzungen erhalten werden. Dann geht's mal weiter zu einer neu angekündigten Serie und zwar Skeleton Crew. Ja, wird von John Watts quasi gemacht werden. Der wird er produzieren oder Regie führen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, John Watts kenne ich jetzt durch die MCU Spider-Man Home Trilogie, nenne ich sie einfach mal, mit Homecoming, Far From Home und No Way Home. Die Filme mochte ich und John Watts als Regisseur finde ich, was die Regiearbeit, sofern man das beurteilen kann, aus den drei Filmen angeht, halt okay, so, nicht mehr, nicht weniger. Und die Serie kam so ein bisschen aus dem Nix, denn ich glaube, so ein, zwei Wochen vorher gab es erst die Gerüchte, dass John Watts wohl eine neue Star Wars-Serie machen wird. Und zack, da war dann auf einmal Skeleton Crew. Und man weiß, dass das Ganze nach Episode 6 spielen wird und sehr wahrscheinlich auch Teil vom Mandoverse sein wird, wie Ahsoka, Mandalorian, Book of Boba Fett und, falls es irgendwann nochmal kommen sollte, Rangers of the New Republic. Denn Jon Favreau und Dave Filoni sind hier auf jeden Fall auch als Produzenten dran beteiligt, weswegen wir hier zu 100% von einer Verbindung zum Mandoverse auf jeden Fall ausgehen können. Ja, was ist tatsächlich bekannt? Eine Gruppe 10-Jährige werden irgendwie ein intergalaktisches Abenteuer erleben oder drin verwickelt und die wollen irgendwie nach Hause kommen und ich muss sagen, klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kindisch, aber irgendwie finde ich es ganz interessant, weil wir hatten eigentlich noch nie wirklich Kinder so richtig aktiv als Hauptrollen. Klar, Anakin hatten wir schon in Episode 1, aber eine Gruppe von Kindern, die jetzt hier tatsächlich Hauptrollen, so wie es klingt, haben, das finde ich ist irgendwie eine sehr interessante Sache, die wir so in Star Wars in der Form noch nicht hatten, jetzt außer halt in dem Clone Wars Junglings-Arc, sage ich mal. Aber da ich den extrem gut fand, freue ich mich halt auch hier so ein bisschen drauf, auch wenn das hier wahrscheinlich keine Jedi sein werden. Aber ja, finde ich ist sehr interessant, kann sich sehr frisch anfühlen und die Serie soll nicht nur für Kinder sehenswert sein, das heißt, sie wird sich halt auch vom Ton auch an Erwachsene eben richten, was ich sehr cool finde. Und da Favreau und Filoni daran beteiligt sind, tippe ich mal ganz stark auf irgendein Cameo von den anderen Serien. Also, dass irgendwie mal in der Folge kurz Mando vorkommt oder vielleicht Ahsoka, so, oder vielleicht sogar Boba Fett oder Fennec Shand, keine Ahnung. Irgendwie so etwas, davon gehe ich irgendwie aus. Und was soll man sagen? Ich bin gespannt auf die Serie. Die wird tatsächlich auch schon nächstes Jahr kommen. Und ja, sonst ist doch bekannt, dass Jude Law eine Rolle spielen wird. Jude Law ist auf jeden Fall jemand, den kenne ich jetzt tatsächlich am besten aus Captain Marvel und den fantastischen Tierwesen-Filmen als jungen Albus Dumbledore. Da gefällt er mir extrem gut. Deswegen finde ich es sehr cool, ihn jetzt auch in Star Wars zu haben und bin gespannt, was er denn spielen wird. Ja, das zu den ganzen Ankündigungen. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu den Trailern. So Leute, damit ist es hier Teaser-Time, ich bin jetzt so in die Reaction-Ansicht gewechselt, aber wie gesagt, ich habe sowohl den Bad Batch-Teaser als auch den Jedi Survivor-Teaser bereits gesehen, aber es ist ein Monat her. Ich kann mich jetzt hier spontan noch an Palpatine erinnern und Cody war glaube ich auch drin. Wir werden jetzt auch nicht den Trailer komplett einmal abspielen und ich reagiere so nochmal drauf, das wäre weird, weil ich halt wie gesagt schon gesehen habe, sondern ich halt einfach mal immer an bestimmten Stellen an. Ich denke mal, das ist ja the way to go. Und ich muss sagen, ich freue mich extrem auf Bad Batch. So, gerade nachdem Kenobi ein bisschen unter den Erwartungen war, freut mich so sehr auf Bad Batch, weil wenn Bad Batch nicht so gut sein sollte, ist es für mich jetzt nicht so schlimm, sondern wird wahrscheinlich trotzdem noch ganz unterhaltsamere Star Wars Animations-Action sein. Und wenn Bad Batch abliefert, ist es halt geil. Und Bad Batch hat, finde ich, in der ersten Staffel am Anfang, in der Mitte und am Ende abgeliefert. Und zwischen diesen Punkten kamen halt so ein paar schwächere Folgen. Aber insgesamt hatte ich ultra Spaß mit Bad Batch und mag die erste Staffel sehr gerne. Werde die auch definitiv nochmal vorher rewatchen, bevor diese zweite Staffel kommt. Um dann natürlich wieder komplett im Game zu sein, was alle Infos angeht. You can buy your freedom. Ah, schöne Bad Batch Shorts, die Sachen machen. Omega jetzt auch mit einem anderen Outfit. Das ist ziemlich cool, dass sie jetzt auch ein bisschen angepasst ist. Ich bin mal gespannt, wo das mit Omega generell hingeht. So, Omega mag ich ja total gerne als Charakter.
Alter, sieht das geil aus, wie detailliert das aussieht. Aber Leute, das ist ein Dorf. Weil ich habe den mir halt einmal schnell, als ich so komplett krank war, angeguckt. Deswegen habe ich jetzt nicht so viele Details noch im Kopf. Geil, Mann, hier liegt ein Dorf. Aber ist dieses Dorf zerstört oder nicht? Weil hier haben wir so komische Kerben, die hier durchgehen. Das ist auch beim Dorf alles so komisch weiß, während es darum blau ist. Wo das ist, ist irgendwie so Asche oder so etwas. Aber dafür ist es nicht zerstört genug. Sehr interessanter Planet farblich, finde ich. Da freue ich mich drauf. Generell haben sich nicht ihre Outfits. Haben sich ihre Outfits ein bisschen geändert? Oder sind das einfach nur so paar farbliche Änderungen? Ich glaube, das sind nur ein paar farbliche Änderungen. Aber kann mich jetzt auch irren. Okay, sie sind immer noch bei Sid. Stimmt. Also jetzt, wo ich es wieder sehe, erinnere mich daran, dass ich das ja schon gesehen hatte. Ich frage mich, ob dieselben komischen Stammkunden von der Bar bei Sid hier am Start sein werden, wie auch schon in der letzten Staffel. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Alien-Spezies das waren, aber da waren immer so dieselben zwei Stammgäste, was ich ganz cool finde. Okay, sie sind frei. Hier sehen wir einige Twi'leks. Das heißt, geht vielleicht auch dieser Nebenstorystrang, der mit Hera und so aufgemacht wurde, weiter. Das sind ja eigentlich fast nur Twi'leks, wobei hier ist auch ein Mensch. Der sieht irgendwie so minimal aus wie Kanan Jarrus. Ist das hier ein Schiss oder ist das ein Pentorana? Hier ist auf jeden Fall noch ein Rodianer, also viele verschiedene Alien-Spezies, aber vor allem auffällig viele Twi'leks. Und das hier sind doch hier Dings. Ah, ich habe leider Gottes Republic Commando nie gespielt. Da werden jetzt die Leute, die die Spiele gespielt haben, ja, sehr glücklich drüber sein. Ich glaube, nee, ich wollte gerade sagen Domino-Einheit, Gottes Willen. Das wäre natürlich Echo, Fives und Co. in ihrer Ausbildung. Delta Squad war es doch, glaube ich, wie diese Einheit hieß. So, wir haben ja ein paar von denen auch schon in Clone Wars oder Bad Batch gesehen. Aber cool natürlich, dass wir die jetzt auch hier weiter drinne haben. Okay, Omega, die von irgendwelchen komischen Droiden verfolgt wird. Was für Droiden sind das? Kann man jetzt nicht so schnell erkennen. Ich dachte kurz an so Taktik-Droiden, aber das macht ja gar keinen Sinn. Oh mein Gott, daran erinnere ich mich halt komplett. Ah lol, den Hintergrund sehe ich jetzt erst. Oh mein fucking Gott. Ist das Omega, die im Senat ist? Weil das sieht extrem. Also, das hier vorne sieht irgendwie nicht so aus wie so Senatskram. Aber ich meine, hier ist die Senatskapsel mit Palpatine und Mass Ameda. Fucking Palpatine, der wieder vorkommt. Oh mein Gott, ich hoffe, ich habe schon wieder den Namen von seinem Sprecher vergessen. Oh mein Gott, der ist halt 88, glaube ich. Ich hoffe, er spricht ihn hier nochmal. Im deutschen Trailer hat er es auf jeden Fall, das weiß ich. Und oh mein Gott, im Senat wird die Zerstörung von Kamino gezeigt. Ich bin gespannt, wie sie das hinbiegen so. Ob das die so sagen, jo, waren wir? Glaube ich nicht. Wem geben Sie die Schuld daran, dass Kamino ausgelöscht wurde? Sagen Sie so, ja, Kaminoaner haben rebelliert oder waren das irgendwelche Rebellen, waren das überlebende Jedi oder so? Da bin ich ultra gespannt auf. Oh mein Gott, das sind ja auch geile neue Shots von ganz oben. Oh mein Gott, wir haben jetzt eigentlich am ehesten die Perspektive von Bad Batch gesehen da drauf, wie Kamino explodiert. Natürlich auch ein paar Shots von weiter außen, auch ein bisschen aus Sternzerstörersicht, aber so komplett von oben haben wir es noch nicht gesehen. It is time for a new era. Alter Falter, ist das. Das ist viel zu geil, Mann. Wir haben ihn ja als Hologramm schon gehabt, aber jetzt haben wir wirklich Imperator Clone Wars Palpatine. Ich bin irgendwie echt glücklich darüber. Und ich bin so gespannt, weil das muss ja der Galaktische Senat sein. Das heißt, der Bad Batch wird nach Coruscant gehen. Wenn ich mich jetzt hier komplett irre. Holy fucking shit, wir werden Coruscant zu der Ära sehen. Und ich meine, zu der Zeit sind Vader und die Inquisitoren auch auf Coruscant. Sollten die schon da sein? Man weiß ja immer noch nicht, wie viel Zeit jetzt so vergangen ist. Wurde schon gesagt, wie viel lange nach Season 1 Season 2 spielt? Weiß ich jetzt nicht. It is time for a Wo ist Shlymore eigentlich hin? Da gab es ja auch mal voll die Fantheorien, dass Palpatine mit ihr irgendwie mal so eine Beziehung hatte. Shlymore, waren die nicht sogar Umbaranerin? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Meine Theorie ist, Mass Ameda hat man das Asset einfach, weil der in Clone Wars war. Ich glaube, Shlymore war nicht in Clone Wars, deswegen hat man einfach das Asset wiederverwendet und Shlymore nicht neu gemacht. For a new era. Ich bin so gespannt, was Palpatine für eine Rolle spielen wird in der Show. Okay. LAATs im Anflug auf irgendwas. Oh Gott, an den schon erinnere ich mich gar nicht. Irgendwelche komischen Krabben, die den Bad Batch jagen und Wrecker, der eine Kiste hat. Oh mein fucking Gott.
Hab ich gerade Fracker gesagt? Ich meine natürlich Wrecker. Gottes Willen, ist das cool. Also ich glaube auch nicht, dass es Scarif sein wird, dazu passen die Bäume nicht. Scarif hat ja eher Palmen, aber oh mein Gott, ist das cool. Könnte das vielleicht der Planet aus Resistance Staffel 2 sein? Sah aber, glaube ich, auch anders aus. So. Mehr von den Kollegen. Okay, und sie wollen anderen, die da draußen sind, helfen. So, wer ist dann diese Familie? Weil diese Familie wird ja offensichtlich angegriffen von, ich gehe jetzt mal davon aus, ist das hier Crosshair? Hat er doch diese schwarze Rüstung? Und der hier? Könnte das schon Cody sein? Das sieht man in Farben gerade nicht so gut. Alter. Ey, ohne Scheiß, Wrecker sieht so ein bisschen aus wie dieser Ned B-Droide aus der Kenobi-Serie, finde ich hier irgendwie. Ah, sieht so gut aus. Crosshair kommt natürlich wieder vor. Ich wollte gerade gucken, ob man den Klon irgendwo ran erkennt. Okay, am Ende ist es wahrscheinlich einfach Echo. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie sein Outfit war. Auf jeden Fall, also könnte es sogar gut sein, dass es Echo ist. Es ist überhaupt nicht Echo. Meine Fresse, Echo hat ja gar keine Haare mehr und so. Klar, wegen dem Klon Staffel 7 Arc, wo der Bad Batch eingeführt wurde. Gottes Willen, das ist nicht Echo. Aber dann ist es ja irgendein anderer Klon, der sich eindeutig den Inhibitor-Chip, wie man eine Narbe sieht, hat entfernen lassen. Ist das hier Cody? Weil Cody ist halt dieser Standard-Jango Fett-artige Klon, der nichts hat an sich machen lassen. So, zumindest in Episode 3 und Clone Wars war das noch so. Deswegen könnte das ja vielleicht Cody sein, der jetzt so eine graue Rüstung hat. Ich weiß, dass Cody drin ist. Ach ja, jetzt erinnere ich mich auch gerade wieder hier dran. Ich finde es so geil, dass dieser Jüngling aus den Jünglingsfolgen aus Clone Wars überlebt hat. Auf den Wookiee-Jüngling freue ich mich extrem. Ich hoffe mal, er kommt hier lebend raus. Aber ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl. Wäre natürlich auch ein tragischer Moment, wenn er stirbt. Was auch cool wäre. So. War er nicht auch einer der Jedi-Padawaner? Aus den Folgen? Irgendwie kommt mir sein Gesicht richtig bekannt vor. War er nicht der, der richtig viel von sich gehalten hatte, dann aber war so sein Kyberkristall so ein Stück Eis und dann musste er nochmal rein und ist so als Letzter wiedergekommen? War das nicht der? Das muss ich jetzt nochmal kurz. Wenn der Wookiee-Jüngling überlebt hat, dann ist das gar nicht so abwegig, dass die anderen der Gruppe vielleicht auch überlebt haben. Dass vielleicht ein Jedi diese Jünglinggruppe gerettet hat. Vielleicht ist es ja Terra Sinube gewesen, der trainiert sie auch in Staffel 5, wenn Barriss und Anakin kämpfen. Und dabei wurde Sinube dann gepackt und endet dann so, wie wir ihn in der Obi-Wan Kenobi-Serie sehen. Aber die konnten entkommen, das wäre eine coole Verbindung. Ja, ich würde sagen, der ist zu 100% dieser andere Jüngling. Oha, schon mal zwei Jedi, die überlebt haben. Let's go. Das muss doch Cody sein. Der so ein bisschen mit sich hadert, was das Imperium angeht und auf Rex scheinbar gehört hat, was den Inhibitor-Chip angeht. Weil ich weiß, dass Cody im Trailer ist. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, weil Cody sieht halt einfach aus wie ein Standard-Klon. Deswegen ist es halt schwer zu sagen, wenn man nicht die gelbe Rüstung hat. Warte mal, was ist das? Das ist so ein Rennen durch solche Ringe. Geil, so etwas hat man ja auch in Resistance gehabt, nur halt mit richtigen Jägern. Das ist cool, so eine Rennsequenz. Was war das gerade für ein Viech? Kann kaum was erkennen wegen dem Motion Blur, ey. Das erinnert mich ein bisschen an Alien, muss ich sagen. Habe jetzt gerade keine Ahnung, was das ist. Irgendeine Art Rancor. Hat auf jeden Fall längere Vorderarme, aber ich weiß nicht. Naja, wird man sehen. Okay, Kampfdruiden haben es scheinbar auch hier in der zweiten Staffel nicht wirklich leicht. Ich freue mich aber über jede Kampfdruiden-Screentime. Oh mein Gott, wie man gesehen hat. Rampart auch wieder am Start, macht ja Sinn. Alter, wie viele Shots das hier gerade auf einmal waren. Da muss ich jetzt Frame für Frame durchgehen. Wie gesagt, sorry für das Ganze anhalten, aber ich will halt einfach über alles jetzt einmal kurz sprechen, wenn ich hier schon einmal durchgehe. Das ist ein cooles Ruin im Hintergrund, finde ich. Okay, Omega, Rampart, der auf irgendetwas schießt. Der Wookiee, ich habe ja die ganzen Namen von denen vergessen. Der Schüsse abwehrt, könnten von Rampart sein, keine Ahnung. Ist der waldig? Könnte das vielleicht sogar Kashyyyk sein? Das wäre natürlich cool. Oh Gott, oh, lol! Also, das wird zu 100% Kashyyyk sein, oh mein Gott. Soll das hier Tarful sein? oder irgendein anderer Wookiee? Ich meine, er ist dunkel, aber das würde jetzt, glaube ich, nicht Black Crescent denn sein.
Ich weiß nämlich jetzt, ich habe leider die Dr. Aphra Comics oder generell die Comics, wo halt seine Hintergrundgeschichte erklärt wird, die habe ich leider auch nicht gelesen. Er ist ja irgendwie Gladiator gewesen, aber ich weiß gerade nicht genau, was er davor auf Kashyyyk so gemacht hat, wann er da war, deswegen keine Ahnung. Sieht aber erst wie ein neuer Jedi, weil Tarful war doch nicht so schwarz vom Fell, glaube ich. Ein Druidiker, sehr cool. Aber ja, gerade mit den ganzen Bäumen im Hintergrund, das sieht mir sehr nach Kashyyyk aus. Das freut mich mega, da habe ich Bock drauf. Den Wookiees soll es ja nicht so gut ergangen sein, als das Imperium kam. Das weiß man ja, wurden ja sehr krass versklavt, sieht man ja auch in Rebels unter anderem und hört man auch viel von in der Nachspiel-Roman-Trilogie. Beziehungsweise sieht man sogar, da sieht man sogar, wie das zum Teil befreit wird, da Kashyyyk. Let's get to work. Rex ist natürlich wieder am Start, das ist verdammt geil. So, man kann nie genug von Rex Let's get bekommen. to work. Ja, so viel zum Bad Batch Teaser. Mir hat er gut gefallen. Ich freue mich sehr drauf. Da ist wieder so viel Potenzial drin, allein in diesem Teaser. Und so viele Wege, wo man uns hinführen kann. Man hat ja auch in Bad Batch die ganzen Kaminoaner-Forschungen gehabt. Und am Ende ja sogar den Mount. Oh Gott, wie hieß der nochmal? Aus der Thrawn Legends Trilogie. Hieß der Mount Tantiss? Ich bin mir jetzt gerade nicht genau sicher so. Der ja auch in der Legends Trilogie mit Cloning. Mit Klonkram zu tun hat, wo die ganzen Kaminoaner, die Imperiumstreu sind, mithin verfrachtet wurden, wie ja zum Beispiel Nala Se. Was baut man da auf? Sind das verschiedene Klondinger? Haben die alle miteinander zu tun? Das, Exegol, der Kram aus Mandalorian, da bin ich ultra gespannt, da immer mehr Häppchen zu bekommen. Und ja, Bad Batch Staffel 2 wird tatsächlich am 28. September kommen. Das bedeutet, es wird zeitgleich mit Endor laufen. Ab der fünften Endor-Folge kommt dann, bis Endor durch ist, jede Woche halt eben am Mittwoch Bad Batch und Endor. Also für 7 Wochen straight laufen die beiden Shows zusammen, was es so in der Form tatsächlich noch nie gab auf Disney Plus. Es war jetzt schon neu, dass mit Miss Marvel und Obi-Wan Kenobi ma eine Marvel-Serie und eine Star Wars-Serie sich überschneiden, aber jetzt tun das schon Star Wars-Serien selber. Und je nachdem, wann dann Tales of the Jedi noch kommt, könnte ja noch eine dritte hinzukommen. Also das wird viel Star Wars-Content werden. Im Herbst freue ich mich sehr drauf. Und ja, wenn Bad Batch dann durch ist, ich gehe jetzt mal wieder von 16 Folgen aus. Wenn mich jetzt nicht verrechnet habe, Bad Batch am 11. Januar 2023 sein Staffelfinale haben, wenn es wieder 16 Folgen sind. Und den Monat darauf beginnt dann auch schon Mandalorian und im Februar kommt dann noch Vision Staffel 2 und hier Young Jedi Adventures oder wie die Serie hieß. Holy shit. Also wir werden hier mit Star Wars noch mehr bombardiert als bisher schon dieses Jahr. Und wenn die Sachen abliefern, ist es ja cool. Wenn nicht, dann wird sich das so ein bisschen schwierig anfühlen, aber wird man dann letztendlich sehen. Ich freue mich extrem auf Bad Batch und wir gehen jetzt hier zum zweiten Trailer noch. Weil wie gesagt, Endor kenne ich ja schon und habe ich eine Reaction drauf gemacht. Beim Jedi Survivor Trailer erinnere ich mich noch an einen Pauaner, der mit dem Großinquisitor aus der Kenobi-Serie Schlitten fährt, was das Aussehen angeht, muss man so sagen. Okay, Jedi Survivor Trailer. Der übrigens niemand, das ist natürlich kein Gameplay, das ist ein gerenderter Trailer, so krass wird das Spiel nicht aussehen. Sturmtruppen, die wohl langlaufen. Wasser. Publisher, Studio und Lucasfilm natürlich. Hier haben wir wieder das Cockpit der Mann. Ich habe den Schiffsnamen leider vergessen schon wieder. Hieß sie Mantis? Ich weiß es gerade leider nicht mehr, wie das Schiff aus dem ersten Spiel hieß. Ist ja jetzt auch schon gute über 2 Jahre her, dass ich es durchgespielt habe. Und bald 3 Jahre, dass das Spiel gekommen ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall dieses Cockpit, weil wir haben ja natürlich diesen Kram, wo man die Universumskarte, welche Planeten man bereisen kann, angucken kann. Okay, hier sehen wir den Planeten, wo sie ist. Ist ein Wüstenplanet. Aber eher so auf Felsenbasis, so eine Wüste. Genau, daran erinnere ich mich. So ein komischer Pauaner. Ich glaube, das wurde schon gesagt, dass es irgendwie so ein Senator ist oder irgendein Bürokrat auf jeden Fall. So irgendjemand, der da so eine Position im Imperium hat. Oh, Coruscant im Hintergrund sieht übrigens verdammt geil aus. Oh mein Gott, wenn wir noch Coruscant laufen können. Ich würde ja sowas von kommen bei dem Spiel. Was ist das? Ist das eher eine Zelle, wo was gezüchtet wird? So, ist das hier Cal Kestis, der kämpft? Das sieht mir stark so aus. Er kämpft
Gegen jemanden mit einem roten Lichtschwert, okay. Neuer Inquisitor. Hat ein Cape. Man sieht das Gesicht nicht. Diese Fingernägel sind so krass, aber oh mein Gott, diese Haut. Die sieht so verdammt gut aus, Alter. Das sieht so krass brutal gut aus. Wie gut kann etwas Gerendertes bitte aussehen, Leute? Wie gut kann etwas Gerendertes aussehen? Ohne Scheiß, hätten sie den Großinquisitor in der Kenobi-Serie mit so einem CGI gemacht. Ich hätte mich nicht beschwert, wenn der dann von den Proportionen und so her richtig gewesen wäre. Also der scheint ja so eine Art Hauptantagonist zu werden. Ich vermute mal so einer, der halt Befehle gibt und in seinem Büro chillt, aber trotzdem interessant. Jedi. Was wird hier herangezüchtet mit irgendwelchen Schläuchen? So wird es ja aufgebaut. Als wäre jetzt hier Kalkas irgendwo gefangen und da werden Experimente gemacht. Kennen wir ja schon aus Kenobi möglicherweise, dass so etwas gemacht werden könnte. Und das passt jetzt noch viel besser zu all den Klongeschichten, die in allen Serien irgendwie aufgebaut werden. Und ob die zusammenhängen oder nicht. Wait a second. Sieht ein bisschen aus wie... Ich habe jetzt ganz kurz an Ram Kota aus Force Unleashed gedacht. Der übrigens jetzt, glaube ich, sogar Kanon geworden ist, weil das einer der Namen war auf den Wänden auf Jabim. Hat man nicht in der Folge gesehen, aber es sind inzwischen Bilder aufgetaucht, wie das ganze Set aussah. Das heißt, er ist nicht genau Kanon, weil er nicht in der Folge vorkam, aber theoretisch gibt es da jetzt Anzeichen. Okay. Oder ist das hier der Typ mit dem roten Lichtschwert, gegen den gekämpft wird? Ich habe mir dazu absolut keine Analysen angeguckt, muss ich dazu sagen. Das ist jetzt einfach... meine Vermutungen, die kompletter Bullshit sein könnten, weil schon irgendjemand anderes das komplett herausgefunden hat, oder auch nicht. Okay, Cal Kestis sieht den, wie er irgendwo in so einem Bagdad-Tank ist. So, ich sag die ganze Zeit Wasser, natürlich wird es ein Bagdad-Tank sein. Ist es ein Jedi, ist es ein Inquisitor? Es gab einen Inquisitor, der so ähnlich aussah. Aber ich glaube, der ist schon tot. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, der ist auf Mon Cala gestorben, oder ich verwechsel ihn gerade. BD natürlich auch dabei. Cal sieht älter aus. Gibt es ja auch Gerüchte über eine Show? Okay, Moment mal. Ich dachte kurz, das wäre so voll auf Coruscant. Aber das ist irgendwas Verlassenes, wo der drin ist. Oh mein fucking Gott, ist das interessant. Ich habe gerade nochmal gemerkt, wie viel Bock ich habe. Aber ich glaube, auch Februar 2023. Auf jeden Fall Frühling 2023 war, glaube ich, die Ansage... Oder hat man keine Jahreszeit angegeben? Ich weiß es gerade leider nicht. Aber ja, ich freue mich extrem drauf. Das erste Spiel hat mir sehr gut gefallen. War ein bisschen viel zum Schiff zurücklaufen, aber Atmosphäre hat gestimmt. Charaktere waren cool. Ich freue mich da, neue Abenteuer mit Cal Kestis und Co. zu erleben. Und so viel zu Jedi Fallen Order. Ich will es immer Fallen Order Survivor nennen, aber es ist ja nur Jedi Survivor. Ich habe jetzt auch gerade nicht nachgeguckt, wie viele Jahre später das spielt, ob man das schon weiß. Aber ja, ich finde, dieser Teaser sieht auf jeden Fall ultra cool aus. Ich freue mich drauf und ich würde sagen, gehen wir zum letzten Teil des Videos. Ja, jetzt wo wir mit den Trailern durch sind, dann doch noch einmal zurück auf diese Perspektive hier. Denn tatsächlich gab es ja jetzt auch exklusiv für die Leute auf der Star Wars Celebration den ersten Trailer zu The Mandalorian Staffel 3 und natürlich hat er es auch ins Internet geschafft und da konnte ich mich nicht zurückhalten, da musste ich ihn einfach schauen, vor allem weil mir die meisten Sachen eh schon in die Twitter-Timeline gespült wurden und ich werde mich jetzt nicht 8 Monate, um nicht gespoilert zu werden, oder ein halbes Jahr wahrscheinlich bis der Trailer, ich denke mal, der wird so zur Weihnachtszeit erscheinen, wenn Endor rum ist irgendwann so, solange werde ich mich jetzt nicht, um nicht zu einem Mando-Trailer gespoilert zu werden, aus dem Internet fernhalten, deswegen habe ich ihn mir einfach angeguckt, ich kann ja logischerweise kein Videomaterial und auch keine Bilder einblenden, aus Angst, dass das Video dann runtergenommen wird, wenn das irgendwie erkannt wird. Aber ich hatte jetzt einfach vor, so ein bisschen zu beschreiben, was man da drin gesehen hat, aber die meisten von euch, die es interessiert, werden es eh schon wissen und den Teaser wahrscheinlich auch gesehen haben. Und ganz ehrlich, googelt einfach danach, er kommt sofort, das ist absolut nicht schwer, sich den anzugucken. Und ja, Achtung, jetzt wird hier volle Kanne über den Mandalorian Staffel 3 Teaser geredet, das heißt, wer dazu nicht gespoilert werden will, sollte jetzt abschalten. Ja, wir sehen hier auf jeden Fall die Waffenschmiedin, die wohl auch eine größere Rolle laut Emily Swallow, der Schauspielerin von ihr, erhalten wird. Was mich sehr freut, da ich ja immer noch hoffe, beziehungsweise sehr darauf hoffe, dass wir ein Zusammentreffen von Bo-Katan und der Waffenschmiedin bekommen werden, da ja beide eher so wie Anführer von zwei verschiedenen, verfeindeten Clans wirken, da ja die Kinder der Watch mit dieser ganzen Helm-auf-Politik ganz schön extrem sind, was so das Mandalorianer-Dasein
angeht und ja auch Bo-Katan sehr abfällig über sie gesprochen hat. Das heißt, also und andersrum war jetzt auch die Waffenschmiede nicht der größte Fan von Bo-Katan. Also da ist eine Spannung. Deswegen hoffe ich mal, dass wir die jetzt mal interagieren sehen miteinander. Und es wird letztendlich darum gehen, dass Mando halt irgendwie sich wieder reinwaschen will von der Schande, den Helm abgenommen zu haben, beziehungsweise einfach wieder Teil von seinem Clan werden möchte. Aber wir erfahren, dass das nicht möglich ist, weil Mandalore zerstört wurde. Was sehr interessant ist, dann sehen wir Bo-Katan auf einem Thron, welcher nicht der auf Sundari ist, auf Mandalore, sondern auf einer anderen Welt. Und das sieht ästhetisch sehr interessant aus, dieser Gang, der davor ist. Und Bo-Katan wird tatsächlich wohl eine Art Antagonistenrolle einnehmen. Ich würde jetzt nicht zu 1000% von ausgehen, aber sie wirkt auf jeden Fall ein bisschen böser in diesem Teaser, zumindest von dem, was man gesehen hat. Dann eine Sache, die mich nicht so gefreut hat, beziehungsweise ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben einen Baum voller kuwakianischer Echsenaffen gesehen und ich hasse diese Viecher. Kuwakianische Echsenaffen sind das Schlimmste, was existiert. Die regen mich immer auf, machen mich komplett aggressiv, deswegen hoffe ich mal, dass da ein Blitz einschlägt und die alle jämmerlich verbrennen werden. Oh Gott, das ist ja richtig dunkel geworden. So, nee, wirklich eine meiner Lieblingsszenen in Mandalorian Staffel 1. Also nicht so eine Szene, wo ich mir so denke, geil, Mann, das war krass, aber so eine Szene, die mir so ein bisschen inneren Frieden gibt, ist, wie dieser eine kuwakianische Echsenaffe seinen Kollegen irgendwie dabei zuguckt, wie der, ich weiß gar nicht mehr genau, was da passiert, ich glaube, wie der gekocht wird oder irgendwie so etwas komplett Krankes eigentlich. Es tut mir irgendwie so ein bisschen leid, aber irgendwie genieße ich das. Es ist so richtig, oh Gott, es sind ja nur fiktive Figuren, so, da passiert nichts wirklich, aber trotzdem irgendwie ein bisschen fragwürdig, dass ich das so abfeiere, aber die Teile regen mich einfach auf. Aber ist egal, wir sehen Greef Karga, der hat jetzt ein richtig fancy rotes Outfit und deswegen werden wir wahrscheinlich wieder zurück nach Nevarro gehen, wie jede Mando-Staffel. Und Nevarro sieht jetzt irgendwie noch viel krasser aus als das letzte Mal, als wir da waren. Also die entwickeln sich da auf jeden Fall scheinbar gut weiter. Da freue ich mich auch darauf, Greef Karga wiederzusehen. Das wird wahrscheinlich auch eine sehr interessante Folge werden. Dann haben wir ein bisschen New Republic-Content, und zwar diesen Piloten mit diesem Sarglatze und dem hellen Bart, den wir auch schon in Mando Staffel 2 und Book of Boba Fett gesehen haben und der übrigens Onkel Iroh in der Avatar Live-Action-Serie spielt. Also ich wollte gerade sagen, spielen wird, aber die ist schon abgedreht, also spielt. Den sehen wir irgendwie mit einem Rodianer, der auch so offiziell aussehende Klamotten trägt und der spricht bei Pelimoto auf Tatooine tatsächlich. Ich würde mal vermuten, das liegt daran, dass die jetzt Mandos Spur, nachdem er ja im Book of Boba Fett abgehauen ist mit seinem N1 vor der Kontrolle, irgendwie runterverfolgt haben zu Pelimotos komischen Hangar da. Das wäre jetzt so mein Tipp, dass die irgendwie Pelimoto über Mando ausfragen. Und ja, dann haben wir Mando, der zu Bo-Katan sagt, dass er nach Mandalore gehen wird, wovon wir auch schon ein paar Shots, so wie es zumindest aussieht, haben, was ich cool finde. Wir sehen da mehr von Dr. Pershing und noch mehr von der Neuen Republik, so gefängnisartige Dinge, verhörartige Dinge, da freue ich mich sehr drauf, weil Dr. Pershing ja tatsächlich mit diesem ganzen Mysterium, was das da für komische Dinge an den Tanken waren, in der, ich glaube, vierten Folge von der zweiten Staffel von Mandalorian, so, da hängt er mit zusammen und da will ich unbedingt mehr drüber erfahren, deswegen sehr cool, dass wir hier jetzt mehr bekommen werden. Wir sehen viele verschiedene Mandalorianer, die Action machen. Wir sehen fucking Babu Frick aus Rise of Skywalker, der jetzt hier tatsächlich auch seinen zweiten Live-Action-Auftritt bekommen wird, beziehungsweise seinen zweiten Auftritt überhaupt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der seitdem schon mal in einem Comic vorkam. Kann ich mir gut vorstellen, aber weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sehr cool, ihn zu haben. Er war einer meiner Lieblings-Einführungen, was Charaktere angeht, in The Rise of Skywalker. Mega nice. Und dann haben wir einen coolen Feuerwerkshot, der mich sehr an Wonder Woman 1984 erinnert hat. In so einem Cockpit, wo Mando und Grogu sich das eben angucken. Und ich hoffe mal, Mando Staffel 3 wird besser als Wonder Woman 1984, weil das fand ich nicht so gut. Also beziehungsweise diesen Film fand ich echt kacke, um so zu sagen. Dann was sehr interessant ist, und das ist ein bisschen weird, weil ich habe zwei verschiedene Trailer gesehen scheinbar. Also es existieren scheinbar zwei verschiedene Trailer oder aus dem einen ist was rausgeschnitten worden. Beziehungsweise haben beide Material, was beim anderen nicht drinne ist, ist ein bisschen weird. Deswegen weiß ich jetzt nicht, dass so ist, aber es sieht so aus, als hätten wir so eine Art Sternzerstörerwerft und die sehen wir bei Nacht. Und weil die so ein bisschen in der Erde sind, könnte man fast meinen, das wäre Exegol. Also, man vermutet ja eh, dass diese ganze Klon-Sache um Grogu den ganzen Palpatine-Exegol-Kram aufbauen wird.
Das könnte jetzt ein erster Hint sein, es sei denn, es ist was komplett anderes. Das wird dann spätestens, wenn der Teaser in normaler Qualität auf YouTube erscheint oder veröffentlicht wird, sagen wir es mal so, da wird das klarer werden, weil man das dann genauer sehen kann. Was ist halt eben bei einem schlecht abgefilmten Handy-Video nicht so klar zu erkennen ist. Aber es sah schon ein bisschen nach Exegol aus, sagen wir es mal so. Ja, sonst haben wir noch generell sehr viel in ein Sternjäger-Action und eine Asteroiden-Verfolgungsjagd. Gab es ja lange nicht mehr, ist ja ein Ur-Star Wars-Element. Spätestens seit das Imperium schlägt zurück. Freue ich mich sehr drauf auf viel in 1-Action, ist eines meiner Lieblings-Raumschiffe. Und ja, soviel zu dem Inhalt da vorne. Und ich finde, da sind so viele interessante Sachen bei. Ich freue mich extrem auf Staffel 3. Und ja, was soll man dazu noch groß sagen? Ich würde mal meinen, ich habe jetzt alles beredet, was ich bereden wollte über die Star Wars Celebration. Und damit möchte ich diesen Talk jetzt hier auch beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. War ja sehr abwechslungsreich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich ciao und möge die Macht mit euch sein.